Okay. Geht das jetzt? Okay, es geht. Ich habe es endlich mal geschafft, meinen neuen Laptop einzurichten. Ging alles gut, nur dass mein Videoprogramm nur auf die zwei anderen Laptops laufen. Also ich müsste eins davon entfernen, weil ich kann es nicht irgendwie auf drei machen. Das macht er irgendwie nicht, keine Ahnung. Ist halt so. Es ist halt so. Man kann es nicht ändern. Stellen wir mal mein Mikrofon weiter runter. Genau. So, aber auf jeden Fall kann ich Leech zocken, finde ich wieder in Ordnung. Von der Grafik her hat der Laptop, der hat eine 2060 oder so, Grafikkarte. GTX, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt was höre. Ja, okay, Ton ist da. Mal gucken, wie der Laptop im Game so ist. Höre ich mich selber? Nee, eigentlich nicht. Ich mache wieder Mitte. Nee, Support ist ja klar, logisch. Und das zweite ist Mitte, falls ich nicht dahin will, wo ich hin will. Ich habe übrigens auch herausgefunden, ich kann auch mit Lux, kann ich auch mein das hier machen, die Mission, die Mission. Auf. Ich bin gespannt, wie der jetzt so im Game so ist, von der Grafik her. Ich habe echt keine Ahnung, ich lasse mich einfach überraschen. Ich werde sehen. Chatfenster ein bisschen kleiner machen. Ist nicht so interessant. Auf jeden Fall, wo ich mir Stream das runtergeladen hatte, war alles schon so vorgespeichert, so von meinen Quellen und meinen. Hier, das war alles schon drauf und ich so, ja krass, ich muss nichts mehr einstellen, obwohl ich mir alles schon bei Word dokumentiert hatte. Okay, der hat schon gemacht. Okay, super. Dann nicht, keine Ahnung. Ganz komisch. Ich muss erst mal damit zurechtfinden. Der Ton ist mir echt zu laut. Wie kriege ich ihn leiser, indem ich hier gucke? 40. 40. 30. Ist mir echt zu laut. Okay. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Hallo? Achso, minimieren. Ja. Mit Lux spiele ich. Logisch. Ich hoffe, keiner bannt sie jetzt. Das wäre natürlich echt Katastrophe. Ja, mit dem Installieren vom Laptop hat nicht lange gebraucht. Ich glaube, ich habe gegen nach 3 angefangen. Ich habe erst um 2 meine Fenster geputzt. Ich hatte heute irgendwie so einen Putz. Zwang. Und ich muss irgendwas bannen, keine Ahnung was. Ich habe keine Ahnung, ich nehme einfach den. ja. Und dauerte nicht lange. Also ich war gegen kurz vor 18 Uhr fertig. Weil ich musste ja noch gucken mit den ganzen Updates von Windows. Da ich im Ende November gekauft hatte, hatte ich natürlich so eine Liste an Updates und es war erstmal schön feierlich, die erstmal alle runterzuladen. Also vom Bildschirm her ist er, glaube ich, so ähnlich wie mein anderer Gaming-Laptop. Nimmt sich jetzt nicht so krass viel, also weiß nicht. Hat die jetzt Lux genommen? Muss ich ja jemand anderen nehmen, Alter. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich glaube, ich kann Lux nicht nehmen. Ja, wie gesagt, ich werde gucken, wie es so ist. Nur mit meinem Videoprogramm ärgert mich ein bisschen. Stand ja nirgendwo drauf, dass ich das nicht mehr als zwei Rechnern ziehen kann. Naja, dann ist es halt so. Oh nein, die ist gesperrt. Oh nein, ich muss mit ihr. Und ich muss in den bitteren Haaren denken. Na okay, dann ist es so.
Momentan ist es erstmal so. Aber von der Grafik her ist, glaube ich, der Bildschirm einen kleinen Ticken besser. Ich muss ja noch im Spiel, wenn ich hier spiele, auch noch mein Bild verändern. Stimmt. Hatte ich vergessen. Und was wieder anders ist, ich habe an dem Laptop jetzt habe ich links nur zwei USB und der dritte ist auf der rechten Seite, wie beim Acer-Laptop. Da sind ja auch links zwei USB und rechts ein USB. Naja. Dann sehe ich ja noch von mir aus, das seht ihr ja nicht, habe ich ja noch so einen gelben Rahmen. Immer wenn ich Streamlabs anfange. Genau, hier muss ich jetzt gleich das Bild ändern. Weil ich will es immer im kleinen Bild haben. Nun ist die Frage, wie mache ich das doch mal? Das wird jetzt ein bisschen schwer. Gehe ich jetzt schon auf Escape? Nee, geht noch nicht. Okay. Weil ich will nämlich das Bild ändern. Also die Größe. Aber wie geht es? Ah, hier, okay. Video. Genau, hier hatte ich ja was. War ich hier? Ich will nicht Vollbild. Fenster. Okay, macht ihr jetzt irgendwas? Ja, das ist okay. Nein, eigentlich nicht. Nee, ich muss doch mal was ändern. Das gefällt mir nicht. Muss ich das hier nehmen? Ich weiß es nicht. Ich muss das mal gucken hier. Hallo? Okay. Nein. Das ist ein bisschen zu klein. Toll, ich hab's nicht so mit den ganzen Zahlen. Nehme ich das hier? Nee, dann wird es ja noch kompakter. Oh, wie süß. Wenn man nichts vom Spiel sehen will, dann macht man das halt so. Ich nehme mal das hier. Das geht mehr in die Breite. Eieiei. Was muss ich nehmen? Nehme ich doch das hier? Ja, perfekt. So, so ist okay. Jetzt verschiebe ich mir das Fenster rüber. Genau, so. Braucht mir die Kinder sagen, man braucht hier zwei Monitore. Braucht man nicht. Kommt schon der Feind, ich gehe da mal weg und schau. Nein, eigentlich nicht. Da ist das schon mein Duo-Partner. Wenn einer zuschaut und ihr stellt irgendwas fest hier mit Ton und so vom Spiel, sagt mir Bescheid. Dann versuche ich irgendwas zu machen. Also von der Spielgrafik her nimmt sich nicht viel vom anderen. Vielleicht ein bisschen die Grafik doch schon besser durch diese andere Grafikkarte. Statt 1060, 2060 oder so. Keine Ahnung. Will nicht schon am Anfang sterben. Ja, es ist ja auch noch ein Busch oder was. Ich habe keine Pflanze mehr offen.
Perfekt, mit einem Bildschirm kriegt man schon den Chat mit hin. Ist dann in der Mitte der Drachen oder was? Ja, ist er, okay. Ich komme an zum Helfen, ist ja schon längst besiegt, Betten. Okay, na gut, dann nicht. Oh, ich wollte eigentlich zurückgehen. Na gut, dann nicht. Ich habe sie ein bisschen getroffen. Ein kleines bisschen. Glaube ich.
Die habe ich jetzt ein bisschen getroffen. Ein kleines bisschen. Ich gehe ein bisschen mein Gold ausgeben. Das ist ein tolles Lied im Radio. Bei Jam FM. Werbung. Ich hab sie ein bisschen getroffen. Yeah, okay, ich muss weg. Oh oh, da kommt irgendeiner von hinten, von vorne, keine Ahnung. Oh, das könnte mein Ende sein. Ja, ist es auch. Was ist hier in der Mitte los? Okay, nix.
meine, irgendwie ist der Rechner auch ein bisschen leiser. Glaube ich. Ein bisschen sehr leise. Ich glaube, der hat einen besseren Kühler drin. Bin mir nicht sicher. Ich glaube. I don't know. Und unser Turm ist zerstört. Naja, shit happens. Oh, da ist schon der Feind im Anmarsch. Und ich wollte nicht sterben, geh weg von mir. Ja, genau. Toll, ich habe volles Mana, aber ich habe kein Leben. Dumm. Oh, da will ich gar nicht hin. Aber ich werde heute nur eine Runde streamen, da ich schon den Laptop seit 15 Uhr an habe und das reicht erstmal. Oder ich sitze schon seit um 3 an dem Laptop, das ist nicht normal. Und da kommt schon der Feind und ich bin im Weg und ich bin tot, genau. Egal. Der ist auch ein bisschen warm, aber okay, ist glaube ich normal. Nee, aber ich sitze schon seit um 3 dran und. Nee, aber es ist schon mal ein Highlight, dass ich wenigstens 2 Tage hintereinander mal kurz streame. So am PC. Das ist nicht normal. Ich kann ihr ein Auge hinmachen.
Oh nein! Der kam aus dem Nichts. Erwi, ich komme irgendwann später, wenn du schon tot bist. Oh oh. Ich wollte nicht schon wieder sterben.
Wow. Krass. Das war jetzt Zufall. Das war nicht geplant, das war Zufall. Bisschen geschädigt, aber auch nur ein bisschen. Ich habe Angst, hier wieder rauszugehen. Genau deswegen. Oha, oha, es war so knapp. Oder auch nicht. Na gut. Ich habe mehr Gold, genau. Ganz viel Gold hier. Hi. Was ist los bei dir? Achso, mir geht's gut. Ich habe einen Tag Urlaub gehabt und morgen ist ein Feiertag in Berlin. Also quasi ein verlängertes Wochenende und morgen ist quasi ein zweiter Sonntag. Obwohl in Brandenburg, also ich habe ja Brandenburg um die Ecke, da ist alles auf. Also, nein, ich muss nicht.
Bin schon wieder tot, nehme ich jetzt. Ja, ich weiß. Und ich habe halt nur eine 3-Tages-Arbeitswoche. Ja. Und Samstag ist dann meine Booster-Impfung. Bin gespannt, wie sie denn so ist. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Bekomme auf jeden Fall moderner rein. Dann bin ich moderner. Ach, wir haben jetzt die Superwahlen. Ah, gar nicht mehr gescheckt. Du wirst doch umgeimpft, ja? Na, ich hab's gemacht wegen Arbeit und öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich lasse doch nicht jeden Tag testen, um nur mit der BVG oder mit der S-Bahn zu fahren. Gar keinen Bock drauf. Im Moment habe ich sowieso nur Kontrolleure gesehen, die nur die Fahrscheine kontrolliert haben, aber ich will da nicht so ein Risiko eingehen. Und auch wegen der Arbeit ist es mir auch zu blöd, mich jeden Tag halt testen, irgendwo zu lassen. Und da habe ich echt keinen Bock. Das habe ich im Dezember durchgezogen, aber nur 4 Wochen, bis ich dann meine zweite Impfung hatte. Und halt noch 14 Tage warten musste. Ach so, meintest du das? Ja, also ich hatte nach Selma BioNTech auch nichts gehabt. Ich weiß aber nicht, wie ich auf Moderna reagiere. Manche sagen ja, dass die dritte Impfung richtig reinhauen könnte, manche nicht. Ich weiß es nicht. Lass mich überraschen.
Ich habe noch gar kein Corona gehabt, also meine Kollegen und ich, wir sind die Einzigen, die es noch nicht hatten. Obwohl wir in der Umgebung immer welche hatten, die waren positiv. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nein, schaffe ich nicht. Also eine Runde dauert schon fast eine Stunde. Aber ich spiele eh nur eine Runde, mehr nicht. Neue Stufe, immerhin. Ja, okay. Hab eine Kapsel bekommen. Und ich hatte 13 und jetzt 19, also 6 Punkte weiter. Immerhin. Okay, jetzt ist der Laptop doch ein bisschen zu laut. Ja, okay. Egal. Ich werde nachher noch mal über Handy noch mal streamen, also das andere bei Drift. Ja. Aber am Laptop erstmal nicht, weil ich habe den jetzt schon seit 15 Uhr am Laufen. Also ich habe ja meinen dritten Laptop, meinen zweiten Gaming-Laptop. Also ich habe einen normalen, einen Standard-Laptop und einen Gaming-Laptop. Und das ist jetzt mein neuer Gaming-Laptop. Und den habe ich schon seit um 3 an und ich kriege ein bisschen Kopfschmerzen schon gerade. Das ist nicht so gut. Ich musste den Laptop einfach mal jetzt einrichten. Weil ich hatte schon eine lange Liste mit den ganzen Windows-Updates und ich dachte so, wenn ich jetzt noch länger warte, wird die Liste noch länger. Und darauf hatte ich gar keinen Bock. Deswegen habe ich es gemacht. Nur wie gesagt, das ist halt so, das stört mich so ein bisschen, dass mein Videoprogramm nicht auf drei Laptops geht, nur auf zwei. Und dann dachte ich mir, okay.
Dann ist dein Laptop halt ohne das. Ist eigentlich so schlimm. Hauptsache, es läuft irgendwo. So. Das war's erstmal zu meinem kurzen Stream. Vielleicht streame ich nachher nochmal über Handy oder auch nicht. Das weiß ich nicht.